Jo Martin, was sagst du eigentlich, was war so das beste Freekick-Video, was wir gemacht haben, das beste Freekick-Battle? Definitiv das mit Hakan Çalhanoğlu. Safe, oder? Stimmt, das Krasse war, dass wir haben ihn komplett einfach zerstört. Komplett einfach. Hey, was zerstört? So Jungs, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Okay. Hakan. Ich, Konzi. Ah, ich als erstes. Ja klar, Profi muss vorlegen. Karol, jetzt nochmal tief durchatmen. Hakan, erbarmen. Ja. Ach komm, ich hab nicht nur einmal weggehauen, ich mach's auch das zweite Mal. 2016 war nicht so ernst gemeint, Junge. Wow! Ai, ai, ai. Der erste Ball ist der wichtigste. Der Muskel macht schon zu. Martin neu im Team hier. Wie zeigt er sich am ersten Schuss? Oh, ja. Nein. Ich hab geguckt. Nein, sorry, Bro. Freches Ding. Ja, ist gut. Ich muss hier mein bestes Kino mit dir abspielen. Alter Verwalter. Jetzt ist halt der Druck da. Du kannst die Runde schon schließen, Junge. Schreibt mal in die Kommentare, ob Martin jetzt öfters dabei sein. Also Daumen hoch ja, Daumen runter nein. Und ob Hakan demnächst bei Freekickers ist. Zeig, warum du den Legendenstatus hast, Konzi. Sehr schön. Was ein Niveau hier. Was ein Niveau hier, Freunde. Jetzt machen wir ein bisschen Druck hier. Wer ist drin? Oh, mit Ansage. Oh, ja, der sieht den Ball. Ja. Das ist das Problem. Mein Herz schon bei 180 Puls. Ich bin irgendwie auf Martin so gar nicht erfreut, ne? Er will mich aus dem Konzept bringen. Nein. Ich wollte frech auf die andere Seite, aber... Da ist der halbe Platz weg. Ah, ich habe eigentlich gesagt, dass wir noch einen Joker haben. Wir haben ja drei Positionen. Jeder legt bei einer Position fest, wo er denkt, dass er als erster trifft. Dann gibt es die doppelte Punktzahl für ihn. Das heißt, wenn du jetzt sagst, das ist deine Position, aber es ist 1, 2 oder 3. Aber also, nur wenn man als erstes trifft. Nur wenn man das erste Tor gewinnt hier bei uns. Okay, er sagt jeder, welche Position er haben will. Position rechts, also 3. Nummer 2. Position 1. Jeder so, Position 3. Ja, okay, es geht los. Ja. Schönes Ding. Auge? Ja, gut. Den machst du ja normalerweise immer. Oh, Karol, Junge! Ja, Junge! Karol 2016 ist wieder am Start. Wen soll er anrufen? Wen? Donnarumma? Der ist euer Keeper, Reina, ne? Ja, Reina. Ja, nee, der ist mir egal. Ruf trotzdem noch mal Dinge an. Leno. Okay. Das ist mein Ball, ey. Aber der war schon zu spät gesenkt. Er ist ein bisschen weiter vorne. Gutes Auge. Wenn Hakan sagt, der ist ein bisschen weiter vorne, geht er ein bisschen weiter. Ich habe extra das weiße Ding hier hängen. Ah, okay. Ja. So fängt schon an. Wird hier versucht zu bescheißen, langsam. Fertig. Am besten nicht direkt treffen, weil... Bitte, erbarmen. Oh, nee! Ja, muss halt einer von uns nachziehen. Das ist das, was ich dir gesagt habe. 50-50. Hä? Jetzt ist vorbei. Mann! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. I
Voll in der Matrix. Er ist nicht in der Matrix, er ist die Matrix. Komm, Carol. Konzentrier dich jetzt. Komm, Junge. Ja, dann hört man auf, so Scheiße zu labern, Digga. Sag mal ruhig, Junge. Ich mach's doch nicht besser. Lies seine Gedanken. Connect über Bluetooth, mach. Oh, aber wenn der reingeht, dann hören wir direkt auf. Steiner, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Carol, weißt ja. 50 Euro. Ich vertraue dir mehr. Ich vertraue dir noch mehr. Dann haben beide leise. Ist gut. Ja, ich dachte schon, ich bin kein Mensch mehr. Habe ich schon gedacht, ist gut. I like it. Oh, wollte den flach schießen. Also Hakan will auf jeden Fall das Tor machen, das sehe ich gerade. Ja, seiner. Nee. Gut. Hakan steht immer schon perfekt so da. So. Pass auf. Nein. Oh, da war aber schon. Nein. Vielleicht soll ich auch so Hakan Ball machen. Schön treffen oder sicher treffen? Bruder, wenn dann schon schön. Selbst gesagt, muss manchmal einfach Risiko gehen. Einfach ein Risiko. Ich mach jetzt einmal Risiko, okay. Alles, was mir Cristiano in seinem Garten beigebracht hat, kommt jetzt in den Schuss rein. Ah. Nicht so viel hat er beigebracht. Er hat zu wenig Zeit gehabt, Cristiano. Die 4 Minuten haben es nicht gebracht. Ich glaube, mehr Chancen kriegst du bei Hakan nicht. Nee, das Schlimme ist, jedes Ding ist tödlich. Und Da spielt man mit dem Feuer, wenn man so viele Chancen liegen lässt. Konzi, du hast 5 Versuche gehabt. Konzi, einfach nachziehen, Mann. Einfach nachziehen. Ich brauche den Druck halt. No pressure. Da musst du bei mir aber auch so abspringen. Ja, ne? Ich dachte gerade, er versucht irgendwie in der Luft zu laufen. Ja, zu schnell. Ich dachte, er macht Ballerina. Lacht man mich nicht aus, ihr schießt ja mal ganz kurz die Kindergartenkinder, ne? Also, um das festzuhalten. Das war jetzt eigentlich immer seine Tricks am Yellow Card. Das war dieses Ding. Oh, jetzt schon. So läuft der Hase. Ja. Position 3. Jetzt macht er so, hier habe ich den Joker gesetzt, jetzt mache ich euch hier fertig. Jetzt bin ich bin echt gespannt, wo ihr eure Joker gesetzt habt. Ah, ich weiß, dass du hier bestimmt deinen gesetzt hast. So wie du mich nicht kennst, so letzte Position. Das sind so diese Nächte, die man dann verdient. Ja, ich glaube, ja. Also einen Kunstrasen haben wir, 5 Naturrasen, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es sieht so aus wie Natur. Jetzt aber an nicht der hier, ja, bei uns im Sand. Jungs, ich habe später Albträume und jetzt zähle ich für von Naturrasen. Klar. Diese Schüsse, die werden wir mir sind, im Kopf. Wir sind beide Hobbygärtner. Also. Er wusste, dass er den Joker falsch gesetzt hat, oder nicht? Yeah. Er hat 100% in die Mitte gemacht, ich wette. 100%, ich lese das. Du hast ihn hier gesetzt, er hier und ich habe ihn bei Platz 1. Ja, aber weh, guck mal, dann seid ihr selber schuld. Mitte ist so einfach für euch. Aber. Wow! Okay. Okay. Ey, das gibt's doch nicht! Wo ist meine Pistole? Erbarmen mit uns. Was soll ich sagen? Heute gewinnt Hacker gegen mich, ne? Ich hab dir gesagt, dass ich heute in Form bin. Ich glaube, das ist heute mein 4. Schuss oder so. Der lässt einem gar keine Chance. Oh, ich spür schon ein bisschen Druck. Das ist gut, das gefällt mir jetzt. Oh, bisschen weiter links. Dann mach ich den Volleyball-Move, Junge. Es war schön, Leute, danke. Football for Bros. 2012 bis 2018, RIP. Guck mal, der nach vorne geht. Ja, ne? Die machen guck mal, schon, wo ich das Weiß hingemacht habe. Was für Weiß, also ist es. Yeah. Aber hast du auch da geschossen? Ja. Da habe ich es danach hingelegt. Wir haben es ja nicht umsonst da hingelegt. Konzentrier dich. Ich spüre es aber auch nicht mehr im Fuß. Also seit dem 4. Schuss, ich spüre es zu viel Druck. Schon kaum. Es ist keine Lockerheit mehr drin. Also es ist wie Champions League-Finale. Minimum, ja. Aber vielleicht habe ich ja Glück und habe richtig gesetzt beim Joker und dann gibt's noch Verlängerung? Er will gerade seine Nervosität runterbringen.
Unser Flieger geht nachher. Okay, ist eine Scheiße. Ja, Jungs. Konzi hat mich sehr gut gelesen. Ich hatte auf der dritten Position. Und du hast? Zwei. Mitte? Ja. Ey, er hat's einfach geschafft. Ich hab eins genommen. Ach, krass. Schade, dass du überhaupt keine Rücksicht auf uns genommen hast. Weil die haben zu mir gesagt, erstmal haben wir dich zerstört. Weißt du? Ja, das hat mir wehgetan. Oh! Das hat mir wehgetan. Ja, das kurz. Heute muss ich bestätigen. Gute Leistung, schlechte Leistung. Und warte, wir legen fest, bevor wir jetzt hier aufhören, legen wir fest, 2019 kommen wir nochmal nach Mailand, okay? Ja. Dann mache ich das mit der Schulter, weil ich krieg jede Woche. Also okay. Bisher steht 1-1, Hakan gegen FK, 1-1. Ja, okay. Ja, kommentiert das Video, wie es euch gefallen hat. Sagt auch natürlich, welcher Spieler euer Favorit war. Der am meisten getroffen hat, der die beste Technik hat. Oder der die beste Unterhaltung hat. Der es gehalten hat. Ja, also, wenn ihr den Schuh gewinnen wollt, einfach das Video bewerten, unten kommentieren, wann wir nochmal gegen Hakan antreten sollen. Danke fürs Zuschauen, bleibt immer sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und jetzt könnt ihr einen signierten Fußballschuh von Hakan Çalhanoğlu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Bewertet das Video und schreibt in die Kommentare, welches Modell euch in dem Video am besten gefallen hat. Der X18, der Nemesis oder der Copper. Und vergesst nicht euren Instagram-Namen. Und mit etwas Glück könnt ihr bald den Schuh von Hakan Çalhanoğlu in den Händen halten. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Digga, das Niveau war ganz krass, Digga. Vor allem, als ich den ersten Ball, nein, den zweiten Ball gehalten habe, ne? Ja, diesen ja. Flachen. Diesen Flachen, ich habe auch gehört. Eigentlich, man denkt so als Keeper, okay, jetzt ist go, ne? Jetzt läuft's. Nee. Ich habe trotzdem gezittert.